So schön schaut der Graben aus, wenn man nichts tut. Wenn man einfach sich selbst überlässt. Er wächst zu, überall fallen jetzt die Blätter im Herbst rein. Ja, und hiermit begrüße ich euch zum neuen Video. Ja, schön ist was anders. Also, als wir den ausgegraben haben, das Video dazu blende ich euch mal oben ein, habe ich mir das anders vorgestellt, als dass er irgendwann mal so ausschaut. Komplett zugewachsen. Ist eigentlich schon wieder fällig, dass man ausgräbt. Man kann sich jetzt kaum vorstellen, dass hier jetzt Wasser drin ist. Bei dem ganzen Unkraut und Gestrüpp. Ich hätte mal gemeint, wenn man das einmalig ausgräbt, dass das schöner wird, auch was das Unkraut angeht. Aber dem ist halt nicht so. Wir haben Herbst, beziehungsweise heute ist noch ein warmer Tag. Heute geht es noch einigermaßen, ich glaube an die 10 Grad oder was wir heute haben. Überall liegen schon die Blätter unten. Hier normal der Spielplatz. Müssen wir jetzt danach, wenn die ganzen Blätter herunten sind, alles mal zusammenrechen, wegtun. Aber die Kastanien sind zumindest schon komplett herunten. Ja, alles was ihr hier jetzt erzickt, das war ja unser Gemüsegarten. Ihr seht schon, komplett Unkraut, überall Unkraut, wo man hinschaut. Zwischendrin noch die Zucchini-Pflanzen, die noch drin liegen. Ja, wie macht man das jetzt weg? Da habe ich mir jetzt auch schon Gedanken gemacht. Normalerweise jeder Bauer wird halt jetzt sagen, da pflügt man einfach mal durch. Mir fehlt der Pflug. Die Fläche ist jetzt zu klein, um einfach mal mit dem Bulldog mal drüber zu fahren. Selbst mit dem Janmar oder so ist das einfach zu klein. Ja, da muss ich jetzt mal schauen. Hinten, glaube ich, habe ich noch Teile liegen, um einen Pflug zu bauen. Das wird ein kleines Projekt. Einfach mal schnell für einen Einachser so einen Pflug bauen. Schauen wir mal, ob es klappt. Schauen wir mal schnell nach hinten. Ja, hier ist jetzt die Walze übrigens. Die letzten Tage hat es immer geregnet, dann war es wieder kalt, dann hat es wieder geregnet. Ich habe jetzt eigentlich keinen richtig oder einen längeren Zeitraum gefunden, wo es einmal schön war, wo ich dann die Walze lackieren hätte können oder streichen hätte können. Aber sie ist fertig geschweißt. Das wollte ich euch noch zeigen. Ja, jetzt liegen hier überall Blätter drauf. Also ihr seht schon hier alles miteinander verschweißt. Ja, hier steht jetzt natürlich Wasser drin. Das wird jetzt für den Winter natürlich auch nicht so optimal sein, dass ich das hier drin lasse. Aber auch die Anhängerkupplung ist hier verschweißt. Hier habe ich noch eine Platte reingesetzt. Eine Zentimeter starke Platte. Ne, 15 mm starke Platte. Vorne noch verbunden. Das ist einfach aus Reste gewesen, die ich noch da gehabt habe. Hier genau dasselbe. Das sollte auf jeden Fall halten. Jetzt geht es echt nur noch ans Entrosten und ans Lackieren. Ja, das schauen wir dann jetzt einfach mal im Frühjahr. Im Winter werde ich jetzt da nichts machen können mit der Walze. Die ist so lange jetzt draußen gestanden, jetzt muss halt den Winter jetzt auch noch aushalten. Das hilft jetzt einfach nichts. Hier habe ich, das sind Häufelpflüge, was ich hier habe, die bringen mir jetzt in dem Fall nichts. Die Häufelpflüge. Aber hier hinten habe ich noch, ich weiß auch nicht, was das mal war. Hier habe ich noch einen Pflug dran. Hängen noch Tücher rum. Den Pflug hätte ich noch. Von der Größe dürfte für einen Einachser passen. Also der wäre in Ordnung. Ich glaube, mit dem hier könnte ich auf jeden Fall was bauen. Der war mal, ja, das war in der Anfangszeit, habe ich den einmal hier so umgebaut. Da habe ich mir gedacht, den baust du mal für einen Janmar hin. Haben wir aber so richtig nie gebraucht am Janmar. Ja, den nehmen wir uns mal mit. Den werden wir schon irgendwie verbinden können.
Ja, hier ist er. Richtig schöner kleiner Pflug. Und ich glaube, der ist ideal für einen Einachser. Ich weiß nicht, wo ich den mal her habe. Habe ich den geschenkt bekommen? Habe ich ihn im Müll gefunden? Ich weiß es nicht mehr. Der liegt schon jahrelang hier bei mir rum. Keine Ahnung, wo der her ist. Ja, der Rost, der macht hier nichts weiter. Das hat 60,3 mm. Das ist so, glaube ich, die übliche Größe von den Rohren. Man findet eigentlich keins mit 60 mm direkt. Die haben eigentlich immer 60,3 sowas. Zumindest habe ich keins gefunden damals. Jo, das nehmen wir her. Problem ist, hier braucht man genau 60. Hier müssen wir es auf genau 60 abschleifen. Ja, den Einachser, den kennst du ja von mir schon. Den habe ich ja schon in diversen Videos gezeigt. Den kann man dann natürlich hier umdrehen. Dann ist der Holm nach hinten. Und dann kann man hier am Pflug anbauen. Gut, dann werden wir hier einfach mal das Stück abschleifen. Ja, für das Abschleifen nehme ich jetzt hier meine Bandsäge. Die habe ich mir vor längerem mal selbst gebaut, beziehungsweise die Bandsäge nicht. Das ist eine Black & Decker, eine alte Black & Decker Bandsäge, die ich so nie gebraucht habe. Dann habe ich mir mal eine Wandhalterung dafür gebaut. Für das tut es jetzt zum Abschleifen. Wir müssen 0,3 mm vom Rohr runter, ist nicht viel. Das kriegen wir hin mit der. Ich habe leider keine andere Möglichkeit, die 0,3 mm abzuschleifen. Mit der Hand wird es noch gehen, mit der Feile. Aber eine Drehbank oder so habe ich leider nicht. Das schaut doch schon ganz gut aus. Perfekt. Also vorher habe ich es nicht reingekriegt. Da war es so. Da geht es kein Millimeter. Super. Jetzt schraube ich mir das weg, dann setze ich mir eine Markierung, dann kann ich hier ein Loch bohren, dass dieser Stift hier in dem Rohr Halt findet und das gegen Verdrehen sichert dann. Ja, das sollte man erkennen. So, jetzt mal kurz was anderes. Da bin ich übrigens auch schon oft angeschrieben worden in den Kommentaren, warum ich das hier zum Körnen verwende. Das ist angeblich eine Anreißnadel. Nein, bei mir ist das ein Körner. Ich zeige euch gleich eine Anreißnadel. Das ist eine Anreißnadel, hat so eine Spitze. Ja, das ist so eine dünne Spitze. Und das hier ist mein Körner, den ich immer benutze. Der ist selbst gemacht. Den kann man so nicht kaufen. Also das ist eine andere Spitze vorne.
Also nochmal zum Vergleich hier die Anreißnadel und hier den Körner. Das war eine alte Anreißnadel mal, die einfach zum Körner umfunktioniert wurde. Warum wegschmeißen? Zum Vergleich, hier habe ich auch noch einen Körner von Gedore. Die passen von der Spitze ziemlich überein. Ich hoffe, man erkennt jetzt das Ganze. Also ich sehe es leider nicht so gut. Die haben also denselben Winkel. Und deswegen nutze ich das hier als Körner her und nicht als Anreißnadel, weil es anders geschliffen ist, weil es eine andere Spitze hat. Und gehärtet ist auch noch. Und das hier eben eine Anreißnadel. Nur so nebenbei, ich habe mir aber jetzt eben auch einen Körner gekauft, einen anderen. Kostet ja bloß 1,90 Euro, dass keine Nachfragen mehr kommen, warum ich immer eine Anreißnadel als Körner verwende. Einfach nur deswegen habe ich mir jetzt so einen Körner gekauft. Gut. Dann messen wir uns mal das aus. Wir müssen bohren mit einem, also so schaut das Ganze aus. Das ist nichts anderes wie so ein Stift, der dann ausfährt und das gegen Verdrehen sichert. Und den messen wir jetzt mal kurz aus. Der hat 14 mm bei mir. Das heißt, ich bohre hier in der Mitte 14 mm rein. Vielleicht ein bisschen Toleranz. Und dann sollte es passen. Gut, jetzt tun wir hier schnell vorbohren. Und dann nehmen wir einen 15 mm Bohrer. Also hier passt die Bohrung. So, das passt auch. Gut. Wunderbar. So, dann drehen wir den mal um. Dann gibt es da unten so einen schönen Hebel. Den hier. Und dann können wir das einfach drehen. So, jetzt können wir schauen ungefähr, wo wir den Pflug hinbauen. Also ich würde sagen, so ist es mal zu lang. Ich kürze das noch ungefähr um 10 cm und mache dann hier in der ungefähr hier den Pflug hin. Also ich würde sagen, ich kürze das jetzt hier noch ungefähr so um 10 cm. Dann mache ich hier eine Platte drauf, mache dann zwei so Stehbolzen weg. Hier werden lauter Löcher reingebohrt, durch diese Platte auch. Und dann kann ich hier einen Stift reinstecken und diesen Pflug hier befestigen. Dann schneide ich mal aus diesem Flachstahl hier, der ist
12 mm stark die drei Platten, die ich brauche zu. Gut, alle Teile sind zugeschnitten. Folgendermaßen schaut jetzt das aus. Die Platte kommt hier drauf. Die kommen hier drauf. Dann habe ich hier noch so einen Bolzen gefunden. Ich meine, ich hebe ja alles auf, das ist ja der Vorteil. Also ich verwende immer ziemlich viel von alten Sachen. Oder ich baue immer, wenn ich alte Sachen, bevor ich was wegschmeiße, hebe ich mal lieber so auf. Da kann man immer wieder was gebrauchen davon. So, der kommt dann hier rein. Und hier hinten wird dann noch eine Platte drauf geschweißt. Zur Stabilisierung. Nächster Schritt, bevor ich jetzt hier das Ganze festschweiß, ich bohre jetzt hier die Löcher rein. In die zwei Teile hier bohre ich die Löcher rein. Für den Bolzen, der hat 15 mm, muss ich 16 mm bohren. Ja, das ist jetzt keine Erfindung von mir mit dem, wie man das jetzt hier so baut. Ich meine, ich habe halt einfach mal mir Bilder im Internet dazu angeschaut, wie so ein Pflug für einen Einachser ausschaut. Und im Endeffekt sind es alle ziemlich ähnlich. Da sind hier eben lauter Bohrungen drin. Und hier eben die Bohrungen, und mit dem Bolzen wird das Ganze hier fixiert, um den Pflug halt festzuhalten und die Höhe zu verstellen. Irgendwie sind es alle immer gleich und anders baue ich es jetzt auch nicht, bloß eben auf meinen Einachser, wo ich jetzt keinen Pflug mehr finde, weil der einfach schon zu alt ist, da kann ich jetzt keinen Pflug mehr kaufen. Deswegen baue ich mir den jetzt einfach eben so nach auf dem Deutsch. Ja, und übrigens wollte ich auch noch sagen, der Gemüsegarten, der schaut natürlich jetzt nicht so aus, weil wir da zu faul sind oder so, sondern ihr wisst ja, meine Frau hat einen Unfall gehabt und hat folgedessen lange Zeit nichts mehr machen können, und da haben wir dann bloß nur das Gemüse geerntet, ohne halt natürlich dann das ganze Unkraut rauszureißen, und deswegen schaut halt der so aus. Das passiert halt einmal. Ich meine, ich habe mich dann um die Kinder gekümmert und das Ganze, da blieb halt dann einiges auf der Strecke und war halt für andere Dinge wenig Zeit, und der Gemüsegarten war halt ein Ding davon, da wo wir halt wenig Zeit gehabt haben. Und deswegen ist halt der einfach jetzt so verwildert gewesen. Und um das Ganze ein bisschen wieder herzurichten, muss ich das jetzt einfach so machen, dass ich jetzt da pflüge mal. So, ich lege die zwei Platten jetzt übereinander. Dann sind es genau gleich. Ich habe mal hier die Mitte genau ausgemessen und bohre das jetzt einfach erst einmal mit einem 6 mm Bohrer wieder vor und dann auf 16. Punkte mir das jetzt mal fest und dann richte ich es einmal aus. Perfekt. Ein bisschen Spiel hat es, aber nicht zu viel. Also, so schaut das Ganze jetzt hier aus. Und jetzt mache ich hier oben noch eine Platte drauf, die ich jetzt zuschneide. Oh, heiß ist das Ganze noch. Das heißt, ...3,5 cm Platte.
Jetzt markieren wir uns bloß noch die Bohrungen hier und dann können wir hier das anbohren und eigentlich sind wir da schon fast fertig, bis auf die Farbe. So, hier sind die Bohrungen jetzt drin. So schaut's aus. Ja, also ich finde, es ist gelungen, es passt zum Transportieren oder zum Fahren von dem Einachser muss man das halt dann querstellen dabei. Das geht nicht, weil der Pfluger weiter reinschaut. Weiß ich auch keine andere Lösung. Ich denke mal, dass das bei anderen Einachsern ähnlich sein wird. Ich tue das Ganze jetzt noch zumindest mal grundieren, dass es nicht weiter rostet. Zumindest mal mit Zinkspray ein bisschen ansprühen das Ganze. Und für den Teil war es wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Teil werde ich das Ganze dann ausprobieren, sobald es das Wetter zulässt. Also wir haben jetzt ziemlich viel Regen wieder. Wie bei uns regnet es meistens, das ist Wahnsinn. Zumindest in letzter Zeit ziemlich viel Regen. Da bringt das ganze Pflügen ja nichts, wenn der ganze Boden nass ist. Das ist nur eine einzigste Barz. Also ich muss jetzt da warten, bis das Wetter ein bisschen schöner wird, bis es länger wieder schöner wird, dass das alles ein bisschen abtrocknet. Und dann kann ich so mal das Pflügen testen. Ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr hier das Ganze entrosten würdet, ob hier das noch angeschliffen gehört, geschärft werden muss. Oder wie man so einen Pflug pflegt und das Ganze. Würde mich interessieren. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.